Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Ich darf Sie und euch recht herzlich zum Bezirksjungschützentag 2019 des Bezirkes Büren hier in Scharmede begrüßen. Großer Tag für die Jungschützen des Bezirkes Büren. Ihnen war es vorbehalten, in Scharmede die Schützensaison 2019 zu eröffnen. Und das ist ein Novum im Kreis der Jungschützen. An vorderster Position in dieser Männergesellschaft steht mit Jenny Schneeberg eine attraktive Frau. Das Motto dieses Bezirks-Jungschützentages: junge Gemeinschaft, alte Wurzeln. Ja, es ist ein ganz wichtiges Motto, denn die alten Wurzeln sind für die Jungschützen ganz, ganz wichtig, denn das sind die Träger, die auch den Jungschützen Werte vermitteln, und die Jungschützen sind halt auch ganz, ganz wichtig für die Altschützen, denn das ist die Zukunft für die Altschützen. Aus gegebenem Anlass auch die Ortsvorsteherin Schamedes, Barbara Weidlich, und Salzkotts Bürgermeister Uli Berger unter den Ehrengästen. Die Ausrichtung des Jungschützentages lag an diesem Tag in den Händen der Jungschützenabteilung der St. Petrus- und Paulus-Schützenbruderschaft Scharmede, dessen Oberst Bruno Gerken die Jungschützengemeinde willkommen hieß. Auf dem Antreteplatz hatte sich eine beachtliche Anzahl von Jungschützen formiert. Viele Schützenvereine beklagen sich über fehlenden Nachwuchs. Im Schützenbereich Büren jedoch wohl kein Thema. Natürlich klagt jeder über Schützenmangel und auch über die Jugend, aber wir sind, denke ich mal, noch sehr gut aufgestellt. Wir sind mit einer der größten Bezirke, worauf wir auch sehr stolz sind, und können uns da über Nachwuchs noch nicht beklagen. Einen Zuwachs an Mitgliedern aber dürften einige Schützenvereine erwarten, öffnete man auch den Zutritt für Frauen. Ein Blick auf die Ferner Jungschützen zeigt jedoch, dass man hier einen fortschrittlicheren Weg eingeschlagen hat. Natürlich hat auch das Oberhaupt der Jungschützen hierzu eine Meinung. Ja, da hat so jeder Verein so seine eigene Meinung. Es gibt die Schützenbruderschaften, die definitiv noch keine Frauen aufnehmen. Es gibt aber auch schon viele Schützenvereine, die Frauen mit aufnehmen. Und sobald es schwierig wird, Nachwuchs zu finden, ist natürlich auch die Frauenfraktion stark mit dabei. Und diesen, gerade beim Schießen haben auch die Frauen schon sehr viel erreicht. Wo ich eigentlich nicht abgeneigt bin, dass Frauen auch im Schützenwesen beitreten. Im Mittelpunkt die Übergabe der Kreisstandarte. Zu den Klängen der Nationalhymne übergaben die Feuersausrichter aus Lichtenau die Kreisstandarte jetzt an die Jungschützen aus Scharmede. Mit dem heutigen Tag hatte das Schützenwesen des Altkreises Büren einmal mehr unter Beweis gestellt, auf einen hoffnungsvollen Nachwuchs aufbauen zu können. Die Schützen, die sich traditionell aus den ehemaligen Ämtern Wünnenberg, Atteln, Lichtenau, Salzkotten-Boke und Büren formieren, sie stellen mit insgesamt 50 Ausrichtungen ihrer Schützenfeste unter Beweis, dass Schützenwesen hier aktiv gelebt wird. Los ging es im Übrigen schon am 4. Mai mit dem Schützenfest in Bad Wünnenberg. Danach startet der Bürgerschützenverein aus Henglern am 11. Mai in die Schützensaison, und am 18. Mai feiert die St. Antonio Schützenbruderschaft aus Mantinghausen ihr Fest des Jahres. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch das Schützenfest der St. Johannes Schützenbruderschaft aus Salzkotten am 19. Juli und das Schützenfest des Jahres, das Kreisschützenfest in Husen am 30. August.
Es sollten alle Schützenbrüder, aber auch die Schützenschwestern hier auf ihre Kosten kommen. Die Jungschützen, sie sollten sich jedoch ganz besonders diesen Termin vormerken. Und das ist der Diözesanschützentag am 9. Mai in Mantinghausen. Ein besonders wichtiger Termin. Der Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilumbüren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und Niggemeier. Treffpunkt Küche.